Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play der Herr der Ringe Online. Diese Folge mal wieder alleine, weil Dodaka und ich abgemacht haben, dass wir jeder für sich die Klassenquest für Level 15 machen. Also ich die des Baden. Und ich habe außerdem meine Grafikeinstellungen ordentlich hochgedreht. Man müsste den Unterschied ganz gut sehen können. Ich hatte vorher gedacht, dass meine Frame-Einbrüche daran liegen, aber anscheinend liegen sie nicht daran, weil unabhängig davon, ob ich sie hoch oder niedrig eingestellt habe, kommen sie hin und wieder mal. Ich kann leider daran nichts ändern. Schon einiges versucht. Wenn ihr noch Ideen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben oder mir eine private Nachricht schreiben. Aber so müssen wir jetzt erstmal so damit klarkommen. Aber sie sind ja sehr selten. So, die Baden-Quest. So, die Baden-Quest. Wo muss ich denn dafür hin? Moment, wie heißt die überhaupt? Ein Lied für das Publikum. Ach, da oben nach Westbremen muss ich. Okay, aber ich wollte mir hier eh noch den Stallmeister holen. Deswegen war ich hier gerade schon mal in die Richtung gerannt. Da ist er. Ich mache dann jetzt einfach mal eine Schnellreise nach Bre. Wofür muss ich jetzt absitzen? Also nach Westbre. So, da sind wir auch schon. Besteigen wir unser Pferd, das wollte ich eigentlich sagen. Schönes Wetter heute. Ja gut, wir haben wolkenfreien Himmel, aber es ist Nacht. Leander Unterberg. Ihr seid eine Bardin? Das ist wunderbar. Ich bin dabei, mich in ein kleines Abenteuer zu stürzen, falls es euch interessiert. Ein paar nichtsnutzige Räuber haben mich bestohlen. Ich will zu ihrem Versteck, um mir mein Eigentum zu holen. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen, falls es euch nicht ausmacht. Wenn ihr ein Lied über die Reise schreiben wollt, umso besser. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Wir werden den Schurken eine Lektion erteilen. Ich weiß, in welcher Höhle sie sich verstecken. Ah, die kann man auch nur ganz allein machen. Okay. Auf neues Material zum Komponieren eines Liedes hat der Barde Peter Prescott junge Abenteurer angeworben. Sie sollen den Hobbit Leander Unterberg dabei unterstützen, einige Dinge wiederzuerlangen, die ihm von einer Räuberbande gestohlen wurden, die in ganz Breland verstreut ist. Okay, alles klar. Leander Unterberg. Der Anführer dieser Räuber heißt Hartmut Ottersen. Er wird nicht davonkommen. Ehrliche Leute sollten sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass ihr Eigentum gestohlen wird. Beobachtet alles genau, Aljena. Vielleicht könnt ihr ein Lied schreiben, das die Herzen ehrlicher Leute berührt und Schurken wie diese Räuber davon abhält, sich dem Verbrechen zuzuwenden. Okay. Ich habe Dodakas gesehen, die war richtig hart. Mal gucken, vielleicht ist meine ein bisschen einfacher. Ich hoffe es. Ich muss jetzt gerade nur Level 10. Irgendjemand musste euch doch Manieren beibringen. Wenn du kriegst ja dann, ja. Ihr hättet es besser wissen sollen. Ehrlich. Irgendjemand musste euch auf mir nehmen. Oh, das hatten wir schon. Okay. Dein Mittagessen hat er gestohlen. Wie konnte er nur? Den Braten wollte ich gerade fertig machen, Harmut. Das gehört jetzt mir. Ein Schwächling wie ihr wird es sich kaum zurückholen können. Zeigt es ihnen. Ich gebe auf. Komm, Hartmut. Jetzt kommst du auch noch dran.
Ich habe es ehrlich gestohlen, ihr könnt es nicht zurückfordern. Ist ja schon gut, ihr habt gewonnen. Ach. Ich kann nicht glauben, dass ich gegen einen Hobbit verloren habe. Ihr habt also schon mit der Zubereitung begonnen. Glücklicherweise habe ich einige Utensilien bei mir. Moment, da kommt noch mehr. Wenn ihr kein Schucke mehr seid, Hartmut, dann teile ich den Braten auch mit euch. Es ist genug für alle da, okay? Muss ich gar nicht bekämpfen. Guten Tag. Lasst mich kurz den Braten aufschneiden und dann können wir los. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit zum Aufbruch seid. Seid ihr bereit zum Aufbruch? Ich geleite euch hinaus. Vielen Dank nochmals. Ich hoffe, ihr könnt ein gutes Lied aus der Geschichte machen. Oh, das war's ja wohl jetzt noch nicht, oder? Also. Ich hoffe, dass es noch nicht war. Weil Durakas Aufgabe war wesentlich schwerer. Die ging jetzt gerade mal 5 Minuten. Dum, 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 dum. Sind ja gleich da. Im tänzelnden Pony. Eben noch Post abgeholt, ein paar meiner Auktionen haben sich verkauft, erfolgreich. Hier kann man auch rein. Der Hintereingang. Zum tänzelnden Pony. Moment, wo ist er denn? Musikant von Bildern, dann könnte ich auch mal kurz nachgucken, was kann ich für euch, ob ich irgendwas Neues habe. Aber sieht nicht so aus. Aber der Peter Pescott will mit mir sprechen. Was kann ich für euch tun? Die Räuber haben Leander Unterbergs Mittagessen gestohlen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Typisch Hobbit, sich wegen einer Mahlzeit so aufzuregen. Ich habe die Geschichte genauso aufgeschrieben, wie ihr sie mir berichtet habt, Aljena. Hier bitte. Es ist ein bisschen verschmiert, aber schließlich sind es eure Worte. Ihr werdet sicher in der Lage sein, sie zu entziffern. Jetzt steigt auf einen der drei Tische in der Ecke und singt das Lied. Wir werden sehen, wie dem Publikum die Geschichte von Leanders Mittagessen gefällt. Okay. Leuchtet der komisch? Sieht, glaube ich, nur so aus. Ich soll auf einen Tisch steigen. Ich stehe nicht am Tisch. Aber ich singe. Okay. Die Reaktion des Publikums ist überwältigend positiv. Gut gemacht, Aljena, sehr gut. Offensichtlich hat euer Lied den Leuten gut gefallen. Ich wage es zu behaupten, dass ihr eine wichtige Lektion gelernt habt. Baden können nicht einfach nur andere beobachten. Sie nehmen aktiv am Geschehen teil, Aljena. Die Leute hier werden sich an die Tapferkeit von Leander Unterberg erinnern, weil wir beide wissen, dass auch ihr den Räubern gegenüberstandet. Und die haben beim Austeilen von Schlägen keinen Unterschied gemacht zwischen dem Helden des Lieds und der Baden, die es schreibt. Ihr müsst euch eine bessere Rüstung zulegen, wenn ihr euch von jetzt an mitten ins Geschehen stützen wollt, Aljena. Daran solltet ihr euch gewöhnen. Okay, jetzt kann ich mittlere Rüstung tragen. Und ich bin Kriegerin des Gesanges. Und ich habe eine neue Laute bekommen. Oder? Ne, eine Keule. Aber der... Badenfreund. Ah ja. Gut. Genau, ein neuer Titel. Ja, das war's auch schon. Ich will euch auch noch darauf hinweisen, Dodaka und ich haben vor, eine Gilde, also eine, ich sage mal Gilde, eine Sippe hier in Herr der Ringe Online zu erstellen. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, mit uns mitzuspielen. Levelbegrenzung haben wir keine. Ihr solltet natürlich in unserem Levelbereich so ein bisschen sein, damit wir zusammen spielen können. Aber in die Gilde könnt ihr. In jedem Fall. Allerdings solltet ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn ihr beitreten wollt, geht auf Dodakas Kanal,
dann seht ihr rechts eine Umfrage dazu. Und dort müsst ihr einfach nur euren YouTube-Namen, wie auch euren Namen hier auf Anduin, oder wenn ihr den Charakter nicht erstellt habt, euren zukünftigen Namen, hinschreiben und ihr kommt, ja, dann seid ihr quasi mit drin. Sobald wir dann ein paar Leute haben, die sich dafür interessieren, werden wir die Sippe aufmachen und euch dazu einladen. Die nächste Folge wird wieder ein Let's Play Together. Ich freue mich schon drauf. Tschüss.